Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Filmverrückt hier im Moritzhof im Kino unterm Dach, wo wir immer noch keine Filme zeigen. Aber das Schöne ist, im übrigen Hof zeigen wir schon wieder Filme. Man kann also in den Moritzhof kommen und ich sage mal, man sollte es tun. Wir haben ein paar schöne Filme hier, die wir jetzt die nächsten Wochen zeigen, wo es sich wirklich lohnt, herzukommen, sie auf großer Leinwand zu sehen. Aber ich möchte einen Blick noch mal ein bisschen zurücklenken heute auf Filme, die teilweise etwas älter sind, teilweise etwas neuer sind, alle eines gemeinsam haben, sie sind die Verfilmung einer einzigen Erzählung eines der größten Autoren, die es, wie ich mal ganz frech sage, je gegeben hat. Das muss man nicht so denken. Ich sage mal, der ist Howard Phillips Lovecraft. Ich hatte ihn schon ein paar Mal hier erwähnt. Einer der ganz großen fantastischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Ein dummer, widerwärtiger Reaktionär und ein unglaublich großartiger Autor, dem man seine übermäßigen Benutzung von Adjektiven vorgeworfen hat, von denen er unendlich viele besitzt. Aber es gibt eben auch interessanterweise unendlich viele Verfilmungen von einer einzigen Erzählung. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen komplexer und klappt das mal auf, weil es gibt da eine deutsche Gesamtausgabe, wo die meisten dieser Verfilmungen drin sind. Ich halte das jetzt mal hoch, damit man es ungefähr sich vorstellen kann, wie das aussieht. So etwa. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Und da sieht man schon, dass ein ganzer Batzen Filme auf Sie, auf euch zukommt, die alle nach einer Erzählung entstanden sind. The Color Out of Space, die Farbe aus dem All. Die das erste Mal in Deutschland 1969, wenn ich mich richtig entsinne, erschienen ist, in der Bibliothek von Babel. Das war ein Projekt des Inselverlages und wurde herausgegeben von dem Kalju Kirde. Das muss ich nicht sagen, das ist jemand, der fürs Fantastische zuständig war. Die Fantastische Bibliothek erschien dann bei Suhrkamp nochmal. Mittlerweile gibt es diese Erzählung auch in anderen Übersetzungen, in verschiedenen. Und ich zeige Ihnen aber, bevor ich weitermache, erstmal die Box hoch, in der man all diese Filme hat. Und die macht sogar schillernde, keine Geräusche, aber schillernde Dingsdies. Wow, was für ein buntes Bild. Das ist die super teure Gesamtbox von allen Filmen, über die ich jetzt rede. Die kann man sich kaufen, muss es aber nicht tun. Man kann die Filme tatsächlich auch alle einzeln erwerben und sollte sich das auch überlegen. Leihen ist, glaube ich, schwierig. Es gibt keine Videothek mehr. Man muss also schon zuschlagen. Die sind alle auf Blu-ray erschienen in hoher Qualität. Und es geht, wie gesagt, um eine Erzählung von ihm, Color Out of Space. Übrigens liegt ja auch dieser großen Box bei als Reprint der Erstausgabe aus den 30er Jahren einer, ich glaube, es ist Astounding Stories, eine amerikanische Science-Fiction- und Horror-Erzählungszeitschrift, wo diese komplett abgedruckt wurde. Howard Phillips Lovecraft hat zu seinen Lebzeiten kaum Erzählungen verkaufen können. Er wurde wenig gedruckt, es gab keine Bücher von ihm. Ein einziges ist dann erschienen. Mittlerweile gehen seine Auflagen ins unendlich Große. Er ist wiederentdeckt worden, noch und noch, und spielt mittlerweile eine ganz große Rolle, was er für einige Autoren schon sehr lange getan hat. Darum nenne ich jetzt, ziehe ich einen Film vor, der nicht in dieser Box ist und über den ich auch gar nicht weiter reden will, ihn nur erwähnen möchte, weil er auch eine Verfilmung dieser Erzählung ist. Es gibt einen Film von George Romero aus den frühen 80er Jahren, Creepshow heißt er. Und in Creepshow gibt es eine Episode, da spielt Stephen King mit. Er spielt nämlich einen Bauern, auf dessen Acker ein großer Asteroid landet und der ihn dann pflanzenüberwuchert am Ende zurücklässt. Wenn man sich diesen Film anguckt, wird man feststellen, dass Stephen King ein erstaunlich guter Schauspieler ist, der diesen sehr einfachen Bauern, da ist es wieder, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, der hat sehr dicke Kartoffeln, die auch immer dicker werden. Kurz, der spielt den großartig. Und King ist tatsächlich ein nicht zu unterschätzender, talentierter Spieler. Er hat ja auch ein paar Mal Regie geführt, was nie so geklappt hat. Der Film wird nicht offiziell als Verfilmung von The Color Out of Space geführt. Inoffiziell muss man ihn aber so benennen. Das muss auch dann mal die Wikipedia lernen, auch wenn die Vorlage von Stephen King stammt, hat das Drehbuch geschrieben. Aber King ist ein großer Fan und Kenner des Werkes von Howard Phillips Lovecraft. Wir gehen ein bisschen zurück in den Jahren, in das Jahr 1965. Da drehte Daniel Heller den Film, der im Original Die, Monster Die hieß. Hat noch ein paar andere Namen bekommen. Im Deutschen hieß er Das Grauen auf Schloss Whitley.
Es gibt kein Schloss, es gibt ein Herrenhaus, um das kurz zu erklären, es ist aber egal. Daniel Heller war in erster Linie Ausstatter und vor allen Dingen Filmarchitekt. Der war der Filmarchitekt der ganzen Filme von Roger Corman beispielsweise, hat also richtig gut architektonisch bauen können. Und auch in diesem Film, der ein sehr kleines Budget hatte, was man dem Ganzen auch ein bisschen ansieht, sehen die Settings wunderbar aus. Es gibt dieses alte, düstere, große Haus, dabei noch ein großes Gewächshaus nebenan, und diese Räume nutzt der Ausstatter sehr, sehr gut aus. Dazu hat er immerhin einen der ganz großen Horrordarsteller, nämlich Boris Karloff, der hier den alten Nahum Whitley spielt, der aufgrund eines auf dem Gelände aufgefundenen Asteroiden, das ist übrigens immer auch die Grundhandlung bei Lovecraft, es fällt aus dem Weltall ein Komet, Asteroid, was auch immer, auf die Erde und verändert diese. Es gibt übrigens da auch einige interessante Neuinterpretationen, ganz andere Art, auf die ich gar nicht eingehen möchte. Wichtig ist, dass das in allen Filmen, über die ich auch spreche, diese Handlung die gleiche ist. Sie verändert die Menschen. Und die Farbe aus dem All ist eine, die keine irdische Farbe hat, die eine ganz eigene Farbe hat. Alle müssen dem aber irgendeine Farbe geben, und die ist in diesem allerersten Film grün. Also ein grünes, giftgrünes Leuchten, das von diesem Asteroiden, der scheinbar radioaktiv aufgeladen ist, wie wir erfahren, der die Menschen verändert, krank macht, mutieren lässt, schließlich zu Amok laufenden Irren werden lässt. Wir befinden uns 1965, ich sag mal nur noch 3 Jahre, und dann würden bei Romero die Zombies da loslaufen. Und nicht anders als ein Zombie wirkt auch dann Boris Karloff, wenn er so grün am Kopf leuchtet und sein Kopf mit Alufolie irgendwie eingewickelt wurde. Wenn man kein Geld hat, dann muss man eben kreativ sein. Alufolie ist immer gut, wenn man sonst nichts hat. Das ist ganz schön, also Haushaltsfolie, da hat man das Monster dann fertig. Das ist, ich sag's nochmal, sehr preisgünstig, und auch die anderen Schauspieler sind nicht so erwähnenswert. Der zweite männliche Hauptdarsteller, Nick Adams, hat vor allen Dingen in japanischen Filmen mitgespielt. Ich glaube, er war in 1, 2 Jugendfilmen der 50er Jahre mit dabei, der rebellische Jugendliche. Ich bin nicht sicher, ob er in Rebel Without a Cause dabei war, also mit James Dean zusammen. Ich glaube, er gehört irgendwie zum Umfeld. Nichtsdestotrotz, Nick Adams ist kein großer Akteur, das muss man so sagen. Aber er macht das ganz ordentlich. Er landet in England, denn die Handlung spielt hier in England, obwohl der Ort Arkham heißt. Arkham ist eine Erfindung von Lovecraft. Das ist eigentlich seine Heimatstadt Providence, die er hier umbenennt in Arkham. In all seinen Erzählungen spielt dieses fiktive Arkham mit der Miskatonic University eine ganz große Rolle. Dem Miskatonic, das ist der Fluss, der da lang fließt. Und die ganze Gegend, die er schildert, ist wirklich die von Providence, Rhode Island. Aber für ihn ist es eine fantastische Welt. Und er gibt ja diesen fantastischen Namen Arkham. Und dort spielt auch dieser Film, nur spielt es bei ihm eben in Neuengland. Und da ist es in England verlagert worden, 1965. Das kann man tun, den Film in England spielen zu lassen. Meiner Ansicht nach nicht so eine ganz kluge Idee, aber weil es das Lovecraftsche nicht aufnimmt. Gleichzeitig kriegt man das dabei hin, dass der Amerikaner Nick Adams fremd wird in diesem englischen Land. Und da ja Boris Karloff ein gebürtiger Engländer ist, nimmt man ihm auch den englischen Landlord eigentlich ganz gut ab. Der Film ist auf jeden Fall ansehenswert. Er ist tatsächlich, es gab da noch eine weitere Lovecraft-Verfilmung vom Regisseur Daniel Heller, The Dunwich Horror, die den schönen deutschen Titel bekam, Voodoo Child. Ich finde, The Dunwich Horror ist mit Voodoo Child sehr angemessen ins Deutsche übersetzt. Vor allem, weil ich immer den Jimi Hendrix-Titel denken muss, Voodoo Child. Und damit hat er nun wirklich nichts zu tun. Der ist noch psychedelischer als dieser, macht auch viel mit Farbexperimenten, das haben wir hier auch. Gibt ein paar wunderbare farbige Bilder, die ihm gelingen, die ich sehr gelungen finde. Ich mag die Arbeit gerne, die er abgeliefert hat. Man muss den Film mögen. Er ist nicht der beste Film, der je gedreht wurde. Er erinnert ein bisschen an die Edgar Allan Poe-Verfilmung von Roger Corman, der ja auch im Rahmen der Poe-Verfilmungen eine Lovecraft-Erzählung, die Folterkammer des Hexenjägers hieß der auf Deutsch, die ist quasi auch eine Lovecraft-Verfilmung. Die ist aber auch immer als Poe-Verfilmung durchgegangen.
Warum das die Folterkammer des Hexenjägers hieß? Ganz einfach, weil es kurz danach einen erfolgreichen Film mit Vincent Price, der dort mitspielte, der The Witch Hunter General oder auf Deutsch der Hexenjäger hieß. Und diese Hexenjägerfilme waren einige Zeit in Europa, in der Welt recht erfolgreich. Es gibt nicht viele davon. Hexenfilme Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Ist gar nicht weiter wichtig. Deshalb aber der merkwürdige Titel. Es gibt nämlich keine Folterkammer und keinen Hexenjäger. Und es ist eigentlich der Fall Charles Dexter Ward gewesen. Das also ist diesen frühen Lovecraft-Filme und schon befinden wir uns mit einem Zeitsprung im Jahre 1987 und gucken auf The Curse. The Curse ist im Grunde genommen das gleiche nochmal. Der Regisseur ist da David Keith. Der ist vor allen Dingen Schauspieler, ein Offizier und ein Gentleman hat er mitgespielt. Ein paar andere Filme auch noch. Wenig Regie geführt, hier hat er Regie geführt. The Curse ist so ein bisschen untergegangen. Das ist bei uns Videothekenware gewesen. Lief dann so kurz in der Videothek, Hauptdarsteller ist ein junger Darsteller, den man vielleicht kennt, weil er öfter mal im Star Trek-Universum, und zwar auf der neuen Enterprise, war er Wesley Crusher. Und der spielt sozusagen die Hauptrolle, hat aber auch in der Stephen King-Verfilmung mitgespielt vorher. Der spielt quasi den jungen Mann, der als einziger wenigstens versucht, normal damit umzugehen. Auch hier haben wir die abgelegene Farm, um die geht es meistens, bis auf das Herrenhaus. Hier wird nicht genau gesagt, wo es zeitlich, also zeitlich ist klar, 80er Jahre, der Ort wird nicht definiert. Wir sehen auch nur hier, das Grundwasser wird verdorben. Hier wird ein Grundwasseringenieur, der auch schon bei Lovecraft auftaucht, rangeholt. Der soll sich das angucken, was ist da los. Claude Aitkins spielt noch mit, den kennt man vielleicht von aus diversen Rollen. Der hat ein paar amerikanische Filme mitgespielt. Man kennt ihn vom Sehen. Der ist sozusagen der sehr konservative Farmer, der gottesfürchtig lebt auf seiner Farm. Und dann werden die Früchte immer größer und ungenießbarer. Er sieht das als Gottesstrafe an und hadert daraufhin mit diesem und mit der Frau, die er geheiratet hat, eine junge, attraktive Frau, die Kinder mit ihm in die Ehe gebracht hat, und deshalb gibt es Probleme. Sie hat eine kleine Affäre mit dem Knecht, das muss man nur am Rande wissen, um zu sehen, dass diese Familie eben wie immer in amerikanischen Familien dysfunktional ist. Der Komet schlägt ein, die Früchte werden größer und größer und ungenießbar ohne Ende. Auch das ist bei Lovecraft schon so angedeutet. Und ich finde, er hat seine wunderbaren Momente. Er kommt auch natürlich, die Figuren verändern sich hier auch, die bekommen quasi Geschwüre, werden dadurch auch geistig schwierig. Das heißt also, auch da geht es fast in die Zombie-Richtung im weitesten Sinne. Ist ja oft auch bei Zombie-Filmen so, dass es eine Bombe ist oder irgendeine Strahlung, die verändert, die uns Menschen zu Zombies werden lässt. Das ist ja auch so eine Krankheitsgeschichte. Im Grunde genommen ist es fast schon eine Zombie-Erzählung, so wie die neuen Zombies seit Romero so ein bisschen gesehen werden, für den Liebhaber von solchen Filmen. The Curse ist kompetent gespielt, erzählt eine schöne kleine Geschichte, sehr klar, nicht sehr teuer, auch das sieht man, da ist nicht viel an Tricktechnik. Am Ende geht's richtig zur Sache, natürlich entkommen die Helden dort, das ist so notwendig, Videothekenware hin oder her. Der Film ging wirklich ein bisschen unter, was er nicht verdient hat, er ist besser als sein mittelmäßiges Image. Und von daher würde ich eher dazu raten, ihn sich mal anzusehen und den Mut zu haben, auf den Film draufzuschauen. Der lohnt sich einfach, weil wenn man den 80er-Jahre-Horror mag und so eine schöne Geschichte, dieser typische Farm und dann dieses zurückgebliebene, leichte und dann diese Ereignisse, das zusammen ergibt einen durchaus nicht unspannenden Film, auch wenn, wie das die Grundlage schon vorgibt, das meiste geklärt ist. Dann springen wir mit einem weiteren Sprung. Es gab, um das kurz zu erklären, noch eine italienische Verfilmung dieses von der Farbe aus dem All, die ich tatsächlich nicht gesehen habe, von den Existenz. Ich weiß, ich habe zwei andere Filme von dem gleichen Regisseur gesehen, der sich gerne mit Lovecraft-Themen auseinandergesetzt hat und gerne ohne größere Kompetenz. Bildlich und auch inhaltlich eher schwache Filme, tricktechnisch auch nicht. Es ist besseres Amateurkino, deshalb vergessen Sie das. Der ist auch hier nicht in der Kassette dabei. Ich wüsste auch den Titel jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall gibt es den auch als weitere Verfilmung. Wir gehen aber ins Jahr 2010. Und da ist es ganz spannend, weil ein Vietnamese, der in Deutschland lebt, dreht den Film Die Farbe. Und das ist seine erste Lovecraft-Verfilmung. Er arbeitet übrigens, soweit ich weiß, gerade an einer weiteren.
seit 10 Jahren keinen Film gedreht, so kurze Sachen, aber nichts Großes, was ein totales Versäumnis ist, weil Die Farbe war ein wunderbarer Film. Sehr günstig gedreht, auch sichtbar. Er macht etwas sehr Kluges, er verlagert die Handlung zum einen nach Deutschland, was mir sehr gefällt, weil er es dadurch auch hier in Deutschland spielen kann. Und er hat es sehr mutig, er geht in die 30er Jahre hinein. Er versucht also auch eine Parallele zu finden. Und wenn da jemand Nahum heißt, ist das ganz klar. Dieser Hof ist nicht nur deshalb einsam und man heißt Nahum, weil es so bei Lovecraft ist, sondern weil es auch ein jüdischer Name ist und weil wir es tatsächlich mit einer Isolierung zu tun haben, die eine mehrfache ist. Wir haben dann zum einen diesen Kometen, der auch da fällt und die Felder verdirbt. Wir haben aber auf der anderen Seite tatsächlich Menschen, die natürlich im Dritten Reich verfolgt wurden, aus anderen Gründen. Nicht, weil sie einsam da den Hof haben, sondern weil sie Juden sind. Und das spielt dann untergelegt eine ganz wichtige Rolle mit und gibt dem Ganzen eine Doppeldeutigkeit, die bei Lovecraft nicht angelegt ist. Lovecraft war auch Antisemit, muss man so sagen. Aber das ist der Vietnamese in dem Fall nicht, dessen Namen ersparen Sie ihn mir auszusprechen. Ich mache das immer falsch. Wu Tran. Ich bitte um Nachsicht. Ich weiß, das ist nicht richtig, sollte man nicht tun. Ein großartiger Regisseur, Die Farbe 2010. Der ist aber, obwohl er Die Farbe heißt, in Schwarz-Weiß gedreht. Ein Schwarz-Weiß-Film, der dann tatsächlich sich den Luxus leistet, Farbe reinzunehmen. Und ich muss überlegen, ich glaube, es ist rot oder es ist auch grün. Das Böse bekommt eine Farbe und färbt dann den Film ein. Alles, was also von diesem Kometen verseucht ist, bekommt Farbe und verändert sich. Es gelingen tolle Bilder, so Rieseninsekten, die auftauchen, dann diese riesengroßen Früchte, die auftauchen. Trotz des kleinen Etats ist es sehr teuer gemacht. Und es passiert das Gleiche, was übrigens auch in dem aktuellen Film passiert und worum es auch bei Lovecraft geht. Am Ende wird alles überschwemmt. Es soll nämlich ein Stausee dort entstehen. Und er wird auch rückblickend erzählt. Also wir haben einen jungen Mann auftauchen, der erkunden möchte, was mit seinem Vater geschehen ist, der als amerikanischer Soldat nach Deutschland in diesen Ort kam, das ist, glaube ich, im Hunsrück, und dort etwas erlebt hat, was ihn sehr verändert hat. Und er möchte wissen, warum, was ist da geschehen, und kommt zu diesem Stausee und bekommt dann die ganze Geschichte aus der Vergangenheit erzählt. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, in der es darum geht, auch um das Dritte Reich. Wie gesagt, nur nebenbei mit reingelegt, aber es passt so gut dazu. Obwohl es nicht Lovecrafts Universum ist, passt es unglaublich gut hinein und dadurch ist es sehr geschickt inszeniert. Die doch eher unbekannten Schauspieler, ein, zwei Ausnahmen, etwas bekanntere, die man vom Sehen hier und daher kennt, sind extrem gut geführt. Der kleine Etat ist sichtbar da, aber über den ist man sofort hinweg. Ich habe das große Glück, diesen Film kurz nach seiner Entstehung in Dresden bei einem Filmfestival zu sehen, die Gelegenheit, mit dem Regisseur ein bisschen reden zu können, der ein großer Genre-Fan ist, der sich auch mit Genrefilmen auskennt, deshalb auch wieder an einem Lovecraft-Film arbeitet, der auch in einem Buch über deutsche Genrefilme, das im letzten Jahr erschienen ist oder im vorletzten Jahr erschienen ist, einen sehr interessanten kleinen Essay geschrieben hat über Filme. Sein eigener wird dort auch gerne öfter als Beispiel herangenommen für einen gelungenen deutschen Genrefilm. Denn trotz seiner vietnamesischen Wurzeln ist er hier in Deutschland groß geworden, hat in Deutschland auch studiert. Und das ist, wie gesagt, es ist unendlich gutes Kino. Und ich hoffe, dass er die nächste Lovecraft-Verfilmung, an der er sitzt, ich glaube, es sind Die Berge des Wahnsinns, ich glaube, ich weiß es aber nicht genau, dass er daran weiterkommt und dass er den auch realisieren kann. Denn wir müssen klar sagen, das wird nicht billig. Bei Lovecraft tauchen ja die unnennbaren alten Götter auf. Das bedeutet immer, man weiß nicht genau, wie sie aussehen. Sie haben aber ganz, ganz, ganz viele Tentakel und es ist sehr teuer und sehr aufwendig und riesengroß und zeig mal etwas, über das der Autor schreibt, unnennbare Schrecken. Nie gesehene Furchtbarkeiten, so etwas. Also das Problem ist, man soll etwas zeigen, was eigentlich nicht gezeigt werden kann. Die Idee, das Schwarz-Weiß zu realisieren und dann diese Farbe als Farbe reinkommen zu lassen und den Film auch nur Die Farbe zu nennen, hat schon einen Charakter, der fast experimentell ist, sehr intelligent. Und schon sind wir beim letzten aktuellen Film angelangt, Die Farbe aus dem All, The Color Out of Space, der deshalb ein bisschen Aufmerksamkeit in Deutschland hatte, weil der Hauptdarsteller Nicolas Cage ist.
Cage ist ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen runtergekommen. Der war ja der große Hauptdarsteller für große Blockbuster-Filme. Und irgendwann fing er an, billige Action und noch billigere Action zu drehen. Und irgendwann war der in Filmen dabei, wo man sich gefragt hat, was macht er da? Und er sah auch immer abstruser aus, mit sehr merkwürdigen Frisuren, irgendwelchen angetackerten Haartoupees, die furchtbar aussahen, schauspielerischen Leistungen, die dieser spotteten jeder Beschreibung eigentlich. Ich habe gedacht, man hat er komplett das, was er mal konnte, verloren, denn er konnte was. Nicolas Cage ist zwar auch deshalb erfolgreich geworden, weil er tatsächlich ein Neffe von Francis Ford Coppola ist und dadurch gute Kontakte in die Filmwirtschaft hatte, aber er ist auch deshalb was geworden, weil er verdammt nochmal ein guter Schauspieler war und, wie man hier sieht, auch ist. Und gleichzeitig ist es auch interessant, der Regisseur ist Richard Stanley. Richard Stanley wird fast wieder nur Älteren etwas sagen, weil seine letzten Regiearbeiten, die man mitbekommen haben könnte, sind aus den 80er, 90er Jahren. Das waren vor allen Dingen Dust Devil, den ich für einen der ganz großen, unterschätzten auch Horror-, ja auch Science-Fiction-Filme halte. Es geht dort um einen Mörder, der sich dann als überirdisches Wesen entpuppt, das scheinbar aus Staub besteht. Eine Art, also wie der Name sagt, Staubteufel, der dann eine alleinstehende junge Frau verfolgt, sie töten möchte und sich immer wieder in Staub verwandelt, weil er das kann, weil er, das ist seine Fähigkeit, was auch immer. Das ist unglaublich intensiv erzählt, spielt natürlich auch in Wüstengegenden, etabliert eine Figur, die wirklich sehr gruselig ist, sehr gut gemacht. Das ist auch gut gefilmt, filmisch sehr gut. Davor, der Film hieß, glaube ich, im Original Hardware, geht es um so einen Roboter, Robotmörder, der quasi Leute töten kann, eine Geheimwaffe, indem er auch diese auseinandernimmt. Das heißt, er nimmt alles, was er brauchen kann, um sich zu optimieren als Waffe. Und er benutzt auch organische Stoffe. Und das macht das Ganze faszinierend, dieses Ding. Das wird immer organischer und wird immer gespenstischer dadurch. Und es ist dann nachher ein Duell auch wieder zwischen zwei Personen. Dieses Verwandeln in diese organische Masse, dieses Maschinenmenschensein, erinnert ein bisschen an den japanischen Film Tetsuo von Shinya Tsukamoto. Diese Menschmaschinen war ja auch ein typischer Bestandteil der 80er. Dadurch war Richard Stanley so erfolgreich, dass man sagte, jetzt kriegst du den Mega-Blockbuster, du machst die neueste Verfilmung von der Insel des Dr. Moreau. Super, dachte sich Richard Stanley und er wurde nach wenigen Wochen vom Set gefeuert. Warum? In den Hauptrollen haben wir dort gehabt unter anderem Marlon Brando, der nun schon sehr alt war und entsprechend schwierig. Schwierig war er immer schon, Mitte 90er war das sehr, sehr schwierig. Und an seiner Seite noch ein weiterer schwieriger Schauspieler, zwei schwierige, alles problematisch. Und dann fliegt er raus, obwohl er den ganzen Film geplant hat, eine gute Idee hatte, der Film kommt dann raus, wird ein Mega-Flop, logischerweise, weil er zusammengestückelt ist aus x Dingen. Interessanterweise ist das fast allen Dr. Moreau-Verfilmungen, H.G. Wells übrigens die Vorlage so gegangen, es gibt eine aus den 30er Jahren mit Charles Laughton, das ist noch die erfolgreichste, dann gibt es eine aus den 70ern mit Burt Lancaster, die ist ähnlich trashig geworden. Da fragt man sich, was macht der Burt Lancaster da? Was machen die übrigen Beteiligten? John Frankenheimer, glaube ich, Regisseur gewesen. Gar kein so schlechter Film, aber auch gar kein so guter Film. Da haben wir ja auch die Mutation. Menschen werden zu Tieren, Tiere werden zu Menschen. Tiermenschen umoperiert. Wow, der andere Hauptdarsteller, jetzt fällt mir der Name ein, dort Val Kilmer. Damals tatsächlich auf der Höhe seines Ruhms, mittlerweile ein dicker, älterer Herr mit Problemen, nicht mehr ganz so erfolgreich, spätestens seit Batman. Und Kilmer und Brando konnten sich nicht ausstehen, den Regisseur nicht ausstehen, dann war es vorbei. Dann hat Richard Stanley jahrelang nichts, sondern nur Kurzfilme gemacht. Und nun taucht er 2019 auf und dreht The Color Out of Space. Ganz ehrlich, Nicolas Cage und er, kein großer Etat, auch das weiß man dann. Was wird daraus? Stanley plant weitere Lovecraft-Verfilmungen und diese hier ist, ich sag's gleich mal so, sehr, sehr gut geworden, aber nicht einfach. Es handelt sich wirklich streckenweise um einen Experimentalfilm. Man muss es auch so sehen. Es ist also eine normale, es wird die Geschichte erzählt, die man kennt. Der Komet landet auf einer Farm, hier züchtet Nicolas Cage Familie. Seine Frau ist krebskrank, er hat drei Kinder, eine Tochter, zwei Söhne. Der Jüngste hat imaginäre Freunde. Die Tochter sieht sich selber als Zauberin an, hat sogar ein Necronomicon da, mit dem sie auch arbeitet.
Die nächste größere Stadt ist tatsächlich Arkham, spielt also wieder in dem Neuengland, das Lovecraft erfunden hat in seiner Fantasiewelt. Und er ist sehr nah an der Erzählung. Es taucht wieder ein junger Wasserwirtschaftler, ein Hydrologe auf, der soll das untersuchen, weil man will dort eben ja auch einen Stausee machen, auch auf dem Farmgelände, was der Junge, was der Farmer Nicolas Cage nicht weiß. Seine Frau arbeitet über einen Computer. Sie haben permanent Probleme mit dem Netz, mit dem WLAN. Wer kennt das nicht? Und dann ihre Krebserkrankung. Dann läuft alles nicht so gut, wie man gehofft hatte. Alpaka-Farm ist nicht die Wahnsinnsidee. Das Ziel ist Milch, Fleisch und Fell. Das mit dem Fell, ja gut, das ist klar, aber Alpaka-Milch? Es dauert auch sehr lange, die zu melken. Und Fleisch? Und Vater versucht alles, die Familie zusammenzuhalten. Er tut alles. Er spielt diese Figur auch sehr, sehr gut. Und dann geht eben alles kaputt durch den Kometen. Wir haben wieder die großen Früchte. Die Tiere mutieren. Da sind wir bei diesem wieder bei der Hardware-Geschichte. Sie werden verschmelzen ineinander. Die Mutter und ihr jüngster Sohn verschmelzen durch einen Lichtstrahl wieder zu einer Person, die aber aus zwei Figuren besteht. Sie schreit vor Schmerzen, hat diesen Sohn an ihrem Körper dran. Das erinnert an wirkliche Fantasien, die mich an Cronenberg auch wieder erinnert haben, durchaus. Die aber eben auch an Stanley erinnern. Und diese Verfilmung, er arbeitete eben gerne mit diesem Fleisch- und Maschinengeschichte. Und diese Veränderung, die zu neuen Mutationen, zu ganz anderen Tieren führt, zu neuen Organismen. Das ist sehr faszinierend gemacht und farblich. Natürlich muss er eine Farbe zeigen. Bei ihm ist es dann lila. Das benutzt er sehr extensiv und gleichzeitig ist es keine existente Farbe. Und der Film spielt mit einer ungeheuren Kraft damit, mit dieser Farbigkeit. Die Farbigkeit taucht immer wieder auf. Sie verändert die Figuren. Sie erscheint auf ihnen drauf. Also ganz am Anfang denken wir tatsächlich, wir sind in einem Fantasy-Film, weil eine junge Frau mit einem Pferd und einem langen Mantel als Zauberin rezitiert Zaubersprüche tatsächlich, die man tatsächlich auch kennt hier und da. Und wenn sie ein bisschen dafür interessiert, das ist durchaus ein bisschen Merseburger Zauberspruch, Wicca-Kult, aber eben auch Lovecraft mit dabei. Nicht umsonst das berühmte Necronomicon, ein von Lovecraft erfundenes Buch des wahnsinnigen Arabers Abdul al-Hazred, angeblich geschrieben, die alten Riten der uralten Götter, um die es dort geht. Und auch hier bleibt es offen, ob das nicht doch die uralten Götter sind, die hier etwas geschickt haben. Der Junge kommuniziert mit ihnen, indem er pfeift. Er pfeift mit diesen Wesen, wenn es die denn gibt. Und wenn man sich ein bisschen für Lovecraft interessiert, Nyarlathotep, das kriechende Chaos, ist ein Gott, der pfeift und sich mit Pfeifen auch zu verständigen pflegt. Also vielleicht ist es eine Nyarlathotep-Figur, die hier auftaucht. Lovecraftianer wissen, wovon ich rede. Für die anderen, sie müssen es hinnehmen. Der Film verlangt sowas aber nicht, dieses Wissen. Er hat wirklich starke Bilder und wenn es dann eskaliert, wagt er etwas ganz Großartiges. Danach kommen Überlebende oder ein Überlebender, und wir müssen nicht wissen, wer es ist, ganz in weiß, in eine weiße Landschaft, die komplett weiß ist, mit kleinen Nuancen. Die Kamera zieht auf und dann sieht man ganz in Entfernung wieder Wald. Aber alles ist erstmal von Farbe befreit. All das Bunte, das wahnsinnig Bunte, das falsch Bunte, ist auf einmal wieder ein komplettes, kirres Weiß, wo dann der Stausee später einlaufen wird und soll. Und wir dann erfahren, dass man daraus wohl nicht trinken sollte, weil wer weiß, was passiert. Die hier getrunken haben, haben es eben auch gemerkt und sind entsprechend verändert, mutiert worden. Das ist tatsächlich eine spannende, schön erzählte Geschichte, kluges Garn gesponnen, das auch den Zerfall der Familie zeigt, den mühevollen Zusammenhalt, die Probleme, gut gespielt. Ich finde auch Cage hat Wahnsinnsmomente, aber er kann auch zurückgenommen sein. Manchmal parodiert er diesen Kleinbürger, manchmal ist er aber auch genau der. Ich finde, er ist sehr passend besetzt. Das ist eine schöne Arbeit. Ich wünsche mir, dass der Regisseur wieder mehr arbeiten kann, auch da die nächste Lovecraft-Verfilmung realisieren kann. Der Film ist hier ganz kurz im Kino gewesen, dann sofort auf Blu-ray gelandet. Er lohnt sich auch nochmal, wenn man es schafft. Ein paar Kinos werden ihn nochmal zeigen, ihn sich im Kino anzusehen. Er ist es wert. Es ist wunderbares, großes Kino. Und wir sehen daran, Lovecraft ist Stoff fürs Kino bis heute. Er hat eine große Bedeutung, er wirkt bis heute nach. Und deshalb
Auch hier diese Riesenkassette, die Koch da rausgebracht hat, ist wirklich gut und richtig, weil sie einen umfassend informiert. Es gibt noch zwei Kurzfilme dabei, die Lovecraft-Thematik haben. Eines ist sogar nochmal Die Farbe aus dem All. Ich sage es nur als Hinweis, auch das nochmal. Aber die Langfilme alleine sind es wert. Hier lohnt es sich reinzuschauen. Wer Lovecraft mag, wird begeistert sein. Wer ihn liebt, wird sich nicht mehr einkriegen. Und wer mit ihm wenig anfangen kann, wird vielleicht jetzt etwas mehr verstehen und etwas besser. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.